Ein Meisterwerk der Statik, der Kölner Dom. Wie ist so etwas möglich? Aber zuerst einmal, was versteht man unter Statik? Als Statik bezeichnet man die Gesetze und Regeln, die man benötigt, um Dinge stabil zu bauen. Man braucht Statik aber bei stabilen und trotzdem luftigen Gebäuden. Als erstes kommen wir zu Lasten und Kräfte an Bauwerken. Es wirken verschiedene Kräfte auf Körper. Hierbei gibt es biegebelastende Kräfte, wenn die Kräfte quer darauf wirken, zugbelastende Kräfte, wenn etwas gezogen wird, und druckbelastende Kräfte, falls Kräfte aneinander drücken. Es gibt Verkehrslasten, wie zum Beispiel Autos, die die Brücke belasten, und Eigenlasten, die durch die Eigenlast erzeugt werden, zum Beispiel die Brücke selbst. Das Fundament muss diesen Kräften entgegenwirken. Es muss ein Kräftegleichgewicht bestehen. Kräfte werden mit Pfeilen gekennzeichnet und in Newton bzw. Kilonewton oder Meganewton angegeben. Nun kommen wir zur Biegebelastung. Auch hier gibt es verschiedene Belastungen. Frei aufliegend, auskragend, beidseitig eingespannt. Als nächstes kommen wir zur Knick-, Scher- und Schubbelastung. Eine Knickbelastung tritt ein, wenn zum Beispiel ein Stab von oben oder unten belastet wird. Dadurch biegt sich der Stab. Unter einer Scher- und Schubbelastung versteht man die Verbindungsmittel wie Schrauben, Bolzen oder Dübel, die quer zur Längsachse beansprucht werden. Wenn ein Balken auf Biegung beansprucht wird, entstehen außer Biegespannungen zusätzliche Schubspannungen. Jetzt kommen wir zur Fachwerkkonstruktion. Bei zum Beispiel Brücken oder Kränen muss Fachwerk vorhanden sein, um stabil zu sein. Wenn ein einziger Balken zum Beispiel als Brücke allein nicht ausreicht, dann kann der Balken mit Hilfe von Druck- oder zugbelastenden Stäben ergänzt werden. Hierbei gibt es wieder verschiedene Konstruktionsmöglichkeiten. Einerseits kann man ein Sprengwerk als Trapezsprengwerk erweitern. Dabei kann die Stabilität über größere Strecken erhalten bleiben. Sitzen die Streben über einem waagerechten Balken, nennt man dies Hängewerk. Eine Erweiterung ist hier ein Spannriegel. Dieses Prinzip kann man genauso spiegelverkehrt anwenden. Dies wird ein unterspannter Balken mit einem bzw. zwei Druckstäben in Dreieck- oder Trapezform genannt. Zum Schluss kommt noch die Holzbauweise. Um ein Haus zu bauen, eignet sich Holz als Baustoff, denn er hat Vorteile wie zum Beispiel eine einfache Verarbeitung. Es ist ein nachwachsender Rohstoff und dämmt die Wärme gut ab. Allerdings hat Holz auch Nachteile, wie Schimmel, Pilz und Insektenbefall. Bei Berührung mit Wasser verändert sich die Form. Ein Haus kann verschieden konstruiert werden. Es gibt die Skelettbauweise, bei der das Haus mit Doppelträgern gestützt wird, die Rahmenbauweise basiert auf einer Tragkonstruktion, die aus einem stabförmigen Gerippe gebildet wird, sodass die senkrechten Lasten nach unten abgeführt werden. Außerdem gibt es noch die Tafelbauweise, bei der die Last des Bauwerks von dünnen Tafeln getragen wird. Die Dachtragwerke sind eine Art des Fundaments für das Dach. Zum einen gibt es das Sparrendach, zum anderen das Pfettendach. Als letztes gibt es noch die Dreieckbinder. Ich hoffe, wir konnten euch mit diesem Video weiterhelfen. Tschüss und Ade!